Überschreibe was mal und let's go. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein! Nein! Das gute Geschirr! Ah! Er findet immer irgendwas im Schilde. Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kriddelmitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Miau. Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Und damit nochmal herzlich willkommen zu SpongeBob Schwammkopf Battle of Bikini Bottom. Ich freue mich so sehr. Mau, mau. Was für eine fantastische Idee. Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Ups. Mau. Mau. Carrie. Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. In der Tat. Erkunde das Schlafzimmer, erkunde Speicher. Oh, das ist der goldene Pfannenwender. Ah, so, jetzt können wir uns hier. Oh, Quallenfischen, Quallenfischen! 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 Quallenfischen!
Komm her. Oh. Oh, hi, Gary. Ui. Oh, Mann, ey. Hallo, das hat ja eine Ähnlichkeit wie von Crash Bandicoot hier. Den müssen wir halt finden. Also vom Grafikstil sieht das ja mal richtig fancy aus hier halt. Man, also ein anderer Grafikstil so halt. Wo man halt 50 von denen so aussieht. Du brauchst mehr glänzende Objekte, um in diesen Bereich zu gehen zu können. Ja, das hat so ein bisschen was mit Crash Bandicoot hier damals von der PlayStation 1. Da braucht man auch irgendwie so spezielle Sachen. Also, gucken wir mal hier. Dieses glitzernde Objekt glänzt. Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgabe abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Ist wohl logisch. Wertvolle glänzende Objekte sind in den Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Sehr gut, dann können wir... Oh. Oh, lecker. Killpo. Ah, damals SpongeBob Schwankopf halt, kommt ja halt immer noch auf Nickelodeon noch, glaube ich, noch so. Super LTL, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, jetzt haben wir... Sind hier irgendwo noch welche? Da oben sind keine mehr. Wir können jetzt in den einen Raum reingehen. Oh, jetzt wieder aus. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich mit dem... Indem du RT drückst, die Zahl rechts oben zeigt an, wie viel glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigen an, wie viel goldene Pfannenwände SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viel Patricks verlorene Socken SpongeBob gefunden hat. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viel Unterhose SpongeBob besitzt. Ich denke mal, die Unterhosen zählen wahrscheinlich als Leben. Oh, geht das mal duschen hier. Kann man duschen hier? Mal duschen. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Oh. Oh, lol. Hier ist das Bett. Kann ich jetzt die Unterhose mitnehmen? Wir haben 3 Unterhosen. Das ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Etwa so. Ey, sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch speziell goldene Unterhosen, die im Bikini Bottom versteckt sind. Und SpongeBob erlaubt, mehrere als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viel Unterhosen SpongeBob trägt, indem du RT drückst. Das wäre halt so. Jetzt kann ich die halt einsammeln. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Alles klar. Unten sind die Socken von Patrick. Oben ist der goldene Pfannenwender. Ich denke mal. So. SpongeBob kann springen, wenn du A gedrückt hast. Und drückst du A, während das SpongeBob gerade in der Luft ist, macht er einen Doppelsprung und kommt noch höher. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Oh. Ja. So. Kann ich auch wieder raus hier? Irgendwie raus. Oh.
So, der Raum ist jetzt wieder offen. Jetzt könnten wir jetzt hier reingehen. Das kostet bitte. Gold. Oh. Also, gut, da fangen wir mal wieder. So. Das ist der goldene Pfannwendel. Der goldene Pfannwendel werden benötigt, um einen neuen Bereich im Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannwendel einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden, um dieses zu besiegen. Ja, jetzt haben wir goldene Pfannwendel. Jetzt sind wir eigentlich im Haus soweit eigentlich fertig. Und ab geht's. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist so ein bisschen doof, dass es nicht automatisch weitergeht. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht. So, da ist Thaddeo, Thaddeos Haus. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Ja, okay, er ist wahrscheinlich so ein Händler. Thaddeus! Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Einfach zu gut. Oh, die kann man kaputt machen. Sehr schön. Das freut ihn doch. Schenke öffnen ist klasse. Für die auch. Okay. Hör endlich auf, herumzuspringen, ja? Wenn du diesen goldenen Pfannenwender bekommst, gehst du dann weg? Oh ja, das auf jeden Fall. Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Hey, wir haben wieder einen goldenen Pfannenwender. So. Dann gehen wir wieder mal raus. Also die Übergänge sind schon relativ cool. Gut, aber ich werde das wahrscheinlich jetzt wieder so machen wie bei Resident Evil. Dass ich jetzt wieder hier einen kleinen Cut reinhaue. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst eine positive Bewertung da. Ein Abo würden uns natürlich freuen, ein Like natürlich auch.
Und wie findet ihr das? Schreibt es in den Kommentaren. Also haut rein, bis dann und ciao, ciao.